Ei, Gude und herzlich willkommen zu einem Shoutout-Video oder wie man auch immer das in YouTube-Sprache nennt. Und zwar geht es um ein Video, das ursprünglich von Claudine und Sue kam und das dann von Hotney und Yamera auch gemacht wurde, repliziert wurde, wie man das auch immer nennen möchte. Und zwar geht es darum, was soll ich leiten? Das ist eine Frage, die stellt sich jeder Spielleiter, glaube ich, irgendwann mal. Und in den Originalvideos ging es darum, dass sie beiden, also Zu und Claudine und Hotney und Yamera, die dem jeweilig anderen ein Rollenspielsystem in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, das Leid ist jetzt mal eine One-Shot. Beziehungsweise sie haben es, Hotney und Yamera haben es ausgelost oder auf verdeckten Zettel geschrieben. Und Zu und Claudine haben das aus dem Regal gewählt, der andere musste die Augen schließen und ja. Gut, und Hotney und Yamera kamen auf die Idee, dass jemand, der bei mir im Haushalt mitwohnt, sprich meine Frau, die mit Rollenspiel nichts am Hut hat, ein Buch aus dem Regal ziehen soll, was ich dann leiten soll. Ja, haben wir ich gemacht. Weil mein Regal ist jetzt nicht ganz so groß wie das von Zu und Claudine, aber ein bisschen Auswahl ist dabei. Und ja, ich habe eins in die Hand bekommen und dann muss ich vorneweg mal loswerden. Hotney und Yamera, ihr seid da auf jeden Fall mit dabei. Ihr habt mich da quasi dran genagelt, das heißt, ihr müsst da auch mitspielen. Und dazu und Claudine auf die Ursprungsidee kam, würde ich die beiden auch ganz gern da drin sehen. Ich hoffe, dass ihr irgendwie einen Zeitslot finden, beziehungsweise dass bei denen auf Interesse stößt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall zeige ich jetzt erstmal, was ich gezogen habe. Es ist tatsächlich kein Rollenspiel-Grundregelwerk, sondern quasi ein Setting-Band. Wie man es auch irgendwie nennen will. Und zwar ist es Terra Cthulhiana, alte und neue Welt. Das habe ich mit Sere und Joe schon mal bei den Käufen von der RPC vorgestellt. Und ja, finde ich super cool, dass das direkt mitgezogen wurde. Ich hätte mir auch lieber irgendwie Demon oder Markus gewünscht, aber es sollte ja blind sein und man sollte es sofort annehmen. Und für Zu und Claudine war es ja auch eine etwas schmerzliche Erfahrung. Also, damit wird jetzt ein One-Shot gestartet werden. Ich hoffe, dass die alle vier Interesse und Zeit haben, mit mir das zu spielen. Ich suche mir ein Setting quasi daraus, irgendwo alte neue Welt, irgendwas Cthulhuides. Und dann schauen wir mal, wie das wird, wie wir das hinbekommen. Aber ich finde die Grundidee einfach toll, dass man sagt, hey, mach doch mal einen One-Shot, mach doch mal was mit anderen Spielern, nicht immer nur deinen Stammspielern, auch wenn ich jetzt mit Hotney und Yamera ziemlich oft spiele, aber auch danke an Shadow für die Inspiration mit der Shadow Week. Ich hoffe mal, dass ich das auch übernehmen kann und spätestens jetzt, wenn die Gartenzeit vorbei ist, also so Richtung Oktober in den Winter hinein, das hinbekomme, dass ich mindestens einmal die Woche so einen One-Shot hinkriege, wo man sagt, einfach mal auf Nerdpol oder in irgendeine Community stellen, einfach mal neue Leute mit ans Boot holen und einfach spielen. Und ja, das Buch des Tages, die Wahl des Tages ist Terra Cthulhiana, Alte und Neue Welt. Und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Ich bin sehr gespannt und hoffe auf eine schöne Runde mit euch Vieren. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.